Recht herzlich willkommen zur 141. Folge vom Avorion. Ja, da ist ein Tor. Wo geht die Reise hin? Nach Nordost. Schauen wir mal auf der Karte. Ich bin durch das Tor geflogen. Nach Nordost ist der einzigste Weg. Und, ach, das wollten wir ja letztes Mal abhaken. Und dann, ne, ist das geklärt. Und die Zentrum, das Zentrum, nicht die Zentrum. Das Zentrum ist nach Norden. Dann passt das eigentlich, dass wir da noch weiterhin fliegen. Okay, dann nehmen wir mal das Tor, was wir da gerade ausgewählt haben und jagen uns dahin. Und ja, schauen zu, dass wir durchfliegen. Wir wollen ja Rohstoffe haben, die besser sind. Hier wird wahrscheinlich noch nichts sein. Hier finden wir wahrscheinlich immer noch Eisen, Titan und ja, das Grüne. Na, now nicht. So, da ist das Tor. Hier hatten wir auch noch dann eine Fraktion, die uns nicht so wohlgesonnen sind, sondern eher neutral war das, glaube ich, ne? Dann sind wir in einem Bereich, der ja richtig schick aussieht. Okay. Oh, das ist ein großes Tor hier. Da kommen wir weit weg, aber leider in die falsche Richtung. Aber ich würde es trotzdem einmal durchfliegen, um da unten zu sehen, was da gerade so ist, ne? Das ist ja ganz nah, ne? Sieht auch richtig cool aus, so, ne? Ja, hier so. Stark, oder? Okay. Was haben wir da hinten noch? Ein Handelsposten, ne? Ja. Ist da unten ein Asteroid, den wir einnehmen können? Den da meine ich. Ne, sind wohl nur zwei hintereinander wahrscheinlich. Gut, dann lass uns das Tor hier nehmen gerade einmal. Also ist ja kein Tor, ist ja irgendwie ein Riss, ne, der da die Verbindung hat. Sieht cool aus, finde ich. So, der Rand ist geil gemacht, oder? Und da sind wir schon durch. Nur um einmal zu sehen, wie die Reise weitergeht. Aha, da ist das Loch, da können wir auch wieder zurück. Hier ist aber nichts, ne? Ne, hier sind nur wir und wir sind eine ganze Ecke weiter nach da geflogen. Okay. Ist jetzt schade, dass es nicht nach da weiterging, aber wir kommen so weiter an den Rand. Ja. Aber hier gibt es jetzt kein Tor irgendwo hin, ne? Die Signale werden stärker, ist klar. Ich würde aber gerade einmal kurz den Weg dahin fliegen. Und dann müssen wir da ausrichten. Und springen einmal zu dem Punkt hin, ne? Ah, ist noch nicht so weit. Jetzt. Um da mal zu gucken, wo die Reise hingehen könnte. Ja, da geht's dann Tor nach da und nach da. Und wir sind in einem Bereich, der wiederum freundlich gesonnen ist, ne? Würde ich sagen. Reisfarm. Gaskollektoren. Ja, da ist das Tor. Süd-Südwest. Ja. Ich denke, da sind vor fremdartige Schiffe gekommen. Wir können natürlich nach da. Und wir fliegen. Ne, wir gehen wieder zurück. Das bringt ja nichts so. Fliegen da wieder hin. Da ausrichten. Sprungroute ist berechnet, aber wir brauchen noch eine gewisse Zeit, bis wir da ankommen. Wo sind die fremdartigen Schiffe? Sehe ich, also sie sind uns wohl nicht feindlich gesonnen. Weil ich sehe keine roten Ränder, ne? Und noch 2 Sekunden und los geht's. So, wieder zum Tor zurück dann, zu dem, ja, anderen Tor. Ist ja jetzt nicht das Tor, was wir suchen. Das ist der Intercity unter den Toren, ne? Da fliegen wir jetzt rein. Und zurück nach da oben. Schade, dass das nicht in die andere Richtung ging.
Ja. Gut, jetzt sind wir wieder hier in diesem gelben Bereich. Und wir haben ein Tor nach da. Da oben ist es. Aber ich glaube, das ist das, wo wir eben hergekommen sind, oder? Südwesttor, genau so ist es. Wir müssen dann dahin. Gut, dann geht die Reise nach dort. Auf geht's. Einmal da rein, in dieses Tor dort. Ja, schön wäre es, wenn wir dann so einen größeren Sprung auch mal wieder hinkriegen. Allrack verkaufte Rohöl, da haben wir über 100.000 für gekriegt. Das ist ja richtig cool, ne? Wir machen nichts und verkaufen da unten Öl. Müssten langsam überlegen, dass wir irgendwo noch so einen Asteroiden dann was draufbauen, ne? Und nochmal sowas haben. Vielleicht sollten wir Raffinerie da an dem Sektor bauen und das dann machen. Ja, da sollte man wirklich drüber nachdenken, ne? Nord-Nord-Ost-Tor, das wäre wieder was für uns. Hier ist ziemlich ruhig, ne? Ist hier was? Ja, doch. Nicht viel, aber ruhig. Ja, komm, zack. Nicht lang schnacken, Gaspedal drücken. Eigentlich heißt es ja Kopf in Nacken, ne? Auf geht die Reise zum Portal. Tor Nord-Nord-Ost nach Infinite Void Epsilon. Wir haben gerade unsere Besatzung bezahlt. Da freuen sich alle. Und durch das Tor durch. Gut. Was ist das? Ach so, ist eine Bleimine, ist das? Okay. Alles gelb hier. Osttor, ne? Ich würde gerne lieber mehr nach Norden fliegen. Gibt's auch. Wo ist denn hier ein Tor, was in unsere Richtung geht? Da, oder? Ne, das ist das Osttor. Da oben am Rand wird das Tor angezeigt. Dann muss es das sein, ja. Genau, so ist es. Dann geht die Reise dorthin. Ja, diese großen Tore, die kann man leider nirgendwo sehen, ne? Auf der Karte. Fliegen wir da erstmal rein. Vielleicht kriegen wir irgendwann mal eine neue Fraktion zu sehen, die uns wohlgesonnener ist. Weiß ich ja nicht. Da ist der Sprung ins Tor. Gut. Okay. Da oben ist wieder ein Tor. Und wie immer ein Osttor. Das mir aber gerade gar nicht gefällt. Das ist das, wo wir herkommen. Das ist das Osttor. Wo ist denn das andere dann? Ne, da kommen wir ja, das dann liegen wir. Ne. Ja, schicke Drehrichtung immer, ne? Das ist das Osttor. Das will ich ja nicht. Da ist es. Da ist das andere Tor. Ja, ab hinein. Fliegen wir da mal hin. Ja, und dann muss es ja mal langsam wieder mal irgendwelche Asteroiden geben, die wir dann abbauen. Können die dann, ich glaube das Blaue war das, ich weiß gar nicht, wie es jetzt hieß. Kann man im Baumenü ja dann sehen und nachgucken.
Müsste bald kommen, eigentlich. Ja. Zuck da rein. Wunderbar. So, da unten gibt es wieder ein Tor, was jetzt wiederum ein Nordtor ist. Was schon mal ganz cool ist, weil da fliegen wir dann auch hin. Credits Torgebühr für das Schiff Bastion als Reiter bezahlt. Darunter gibt es das gleiche nochmal in Englisch. Sehr interessant. Das ist eine neutrale Zone, okay. So. Irgendwas war rechts, hat er uns angezeigt, ne? Naja, aber ist doch egal. Nächster Sektor. Ah, der braucht länger. Da gibt es wieder ein Tor. Was wiederum nach Norden fliegt, war jetzt hier. Ach, da fliegt gerade einer durch dieses Tor, okay. Sehr schön hier. Das ist aber ein spezieller Asteroid, oder? Ja, dann nehmen wir den mal gerade ins Visier. Da können wir vielleicht die Dingensfraktion hier auf unsere Seite ziehen. Warte mal, wir gucken mal gerade. Der Konzern von Luke oder so ähnlich. Dann nehmen wir diesen Asteroiden mal entgegen. Weil den können wir ja wohl claimen, würde ich sagen. Oder? Ist auf jeden Fall so. So, nur näher ran. Okay. 17 war das, oder? Nee. Haben wir den jetzt nicht ausgewählt, oder was? Ah, F interagieren, steht da schon da dran. So, den nehmen wir ein. Und dann machen wir nochmal F. Mine könnte man gründen, Asteroid verkaufen an denen und dann haben wir eine bessere Beziehung zu denen. Verkauft und sie sind jetzt nicht mehr gelb. Sie haben jetzt eine andere Farbe bekommen. Wie siehst denn die Beziehung zu denen jetzt? Kann man das irgendwo sehen? Nee, ne? Beziehung ist neutral, aber vorher war es ja anders, ne? Ja. Nichtsdestotrotz wollen wir jetzt gucken, wo das Tor ist. Neutrale Beziehung. Machen wir die Karte gerade auf. Aha, so sieht es dann aus. Das hat sich dann, ach so, das ist farblich, hat das dann eher den Grund, wie unsere Beziehung zu denen ist. Sehr interessant. Gut, dann schauen wir mal, wo das Tor ist. Da unten ist eins. Ist das aber das richtige Tor? Das ist das Ost-Südost-Tor. Und da unten ist das nächste. Das ist das Nordtor, da wollen wir hin. Okay. Gucken wir, dass wir da mal unbeschadet in die Richtung kommen.
Kommen wir überall dran vorbei. So auf Kurs. Und dann da rein. So. Und ein weiterer Sprung in die Tiefe des Raumes. Und Nordost geht's weiter. Ja, wird auch unser Nordost sein. Sehr düsterer Bereich hier. Ja, und dann fliegen wir da auch noch hin. Ja, und ich würde aber sagen, diese Runde lassen wir dann hier wieder gut sein. Wir wollen hoffen, dass wir dann irgendwann mal in den Bereich kommen, wo wir das blaue Material abbauen können. Ich komme jetzt nicht drauf, wie es heißt, aber jetzt machen wir mal gerade hier den Baumodus und gucken rein. Das war Titan, das ist das Naonit und das ist Trinium. Okay, dann haben wir Trinium, was wir suchen. Geklärt. Gut. Also wir wollen Trinium haben, um dann weiter bauen zu können, was Besseres bauen zu können und so, das machen wir dann in der nächsten Folge weiter. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen, würde mich freuen, wenn ihr nächste Folge auch wieder mit dabei seid. Macht ein Abo, gebt euch die Glocke, damit ihr das mitkriegt, wenn ich ein Video hochlade. Gebt der Folge einen Daumen hoch, wenn sie euch gefallen hat und ja, macht einen Kommentar rein, falls ihr was zu sagen habt. Alles klar, bis dann. Tschüss.